Ich sag nicht, wenn ich eine Aufnahme beende und neu starte. Ich mach das einfach so. Ach so. Aber das... Ne, ich mach nicht bei jedem Video eine Ein- und Ab-Mod, weil es ist für mich sinnlos. Bei manchen Let's Plays okay, aber nicht bei allen. Bei Minecraft? Je nachdem, was ich da in Minecraft gerade zocke. Aber ich hab... Ach, schon ewig kein Minecraft mehr gezockt. Obwohl ich mit Darko eigentlich mal vorhatte, irgendeine Minecraft-Map, so eine Rätsel-Map zu zocken. Wir müssen erstmal ihn finden. Achso. Darko. Hm? Psst, ne? Hier. Das lassen wir so, ne? Ja? Das ist mir eigentlich relativ schlecht. Okay. Was macht denn ihr da schon wieder für Heimlichkeiten? Eigentlich gar nicht schon. Wir machen nichts Besonderes. Ja, mir ist es egal, solange ich Eisen habe, dann zum Boot verfeinern. Aber eigentlich lädt auch nicht mehr. Ne, das liegt an der neuen CPU, die ich habe. Und war hier unten jemand die Kiste looten? Ja. Das musst du sagen, dass da eine Kiste war. Ja. Hast du nicht gesagt. Aber wieso musst du... Ja, damit wir das wissen. Achso. Damit nicht der Nächste dahin geht und riskiert vom Hai gebissen zu werden. Das und... Ja, da ist halt immer Loot drin, wo man sagen kann, das kann jetzt zum Beispiel der gebrauchen für das und das. Achso, nee, da war nichts Besonderes drin. Weil ich sag ja, oh, ich hau ja auch jedes Mal raus, wenn ich eine Kiste gefunden habe. Da waren nur 50 Holz drin und 30 Metall. Das ist ein bisschen übertrieben. Vico, du hast doch safe noch mehr Eisenerz im Inventar, oder? Nee. Das waren meine restlichen zwei. Ich hab meins reingeschmissen gerade. Irgendwie wird's immer weniger, was wir kriegen. Dann, also an Eisenerz. Dann müssen und wir definitiv mal unter Tage. Du unter Tage. Hä, warum sammeln die sich da unten? Arschlochnägel. Weil da mein PC mich aber wie gesagt auch schon ziemlich warm. Das heißt. Also ich guck mal mein Kontrolllicht an. Das blinkt alle 5 Sekunden. Ich kann auch 10 Stunden aufnehmen. Mein Kontrolllicht eskaliert. Ja, okay. Ich muss dazu sagen, ich habe ja Steam auf einer eigenen Festplatte. Also. Ich habe gerade kein Kontrolllicht. Ja, das bin ich aber auch schon von meinem S-Server gewöhnt. Wenn ich einen eigenen Server hoste. Habe ich hier eine Heizung in meinem Raum? Du, ich habe die, die Heizung, auch wenn ich mir über den PC nur ein Video angucke. Ich weiß halt nicht, was der Anwalt unter mir macht. Ob der wirklich dauerhaft die Heizung anhat. Oder keine Ahnung. Es ist einfach nur unerträglich hier in der Bude. Bei mir sind es 28 Grad im Zimmer. Müssten wir halt wirklich mal so einen Raumtemper... Was mich wundert, Ike ist irgendwie die ganze Zeit fleißig am Arbeiten und Nico ist nur auf der Insel rum. Auf dem Boot rum. Ja, und was machst du? Ich hab noch 2 Eisenerz. Meinst du das gerade ernsthaft, was ich mache, Nico? Ja. Hi, Rino, Bambino, lass mich in Ruhe. Arschloch. Nee. Nico, runter vom Boot, Erze sammeln. Und nicht die ganze Zeit meine Erze klauen. Ich bin jetzt mal ehrlich, ich glaube, da unten ist aber nichts mehr. Ich glaube, da unten ist nichts mehr. Die da drin waren, habe ich da reingelegt. Ja, trotzdem. Leg die einfach in die Kiste rein. 2 Stück habe ich jetzt wieder reingeholt. Ja, selber.
Ja, wie gesagt, es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Was bedeutet, wer zuerst malt, der erst. Hä? Wir hatten hier was weg. Ja. Wer hat was? Wie, wo? So. Wie viele Antennen braucht man? Hi. Drei braucht man. Oh Mann, du verficktes Scheißvieh! Jetzt gehen die Blätter wieder für Seile drauf, obwohl ich daraus was anderes machen will. Eigentlich kannst du mir sowieso zwei Seiten zuwerfen. Ich hab keine Frage mehr. Wow, ich hab halt selber gehen. Ich musste. Jetzt hab ich nur noch neun Blätter, weil ich wieder Seile herstellen musste. Nimm auf, Nick wird dabei hingeworfen. Wow, danke. Ich hasse diesen dreckigen Bastard, ey, ganz ehrlich, ey, der Scheiß auf die Monetarisierung, ich hasse ihn! Ist halt die Frage, seid ihr sicher? Weil dann werfe ich keinen Heilköder auf, sondern erst bei der nächsten. Also, ich glaube, dass da unten nichts mehr ist. Okay. Brauche jetzt erst einmal ein Dach. Und zwar ein gerades Dach. Und das haben wir, das ist ein Holzboden. Holzerhöhung hat Dach? Holzdach. Hat ja von euch 12 Schrott für mich? Nee. Wie viel? Nee. Okay, dann fange ich kleiner an. Hat wer von euch 10 Schrott? Auch nicht, ich habe 0 Schrott. Wie gesagt, da musst du selbst einfach erstmal tauchen. Um das zu finden, weil Ike verbaut das ja auch gleich, um das Boot sicher zu bauen. Aber ich dachte, dafür braucht er nur das Eisen. Er braucht ja auch Nägel und Nägel macht man auch Schrott. Hä? Wieso kann ich da nichts ranbauen? Weil du in der Mitte dann wahrscheinlich einen Pfeiler setzen musst, Ike. Was ist denn das für eine scheiß Logik? Das ist so eine ähnliche Logik wie in Ark. Ey, mal ganz ehrlich, ich muss dort Holzboden setzen, weil es einfach nur Spitzdächer gibt. Ich kann dir die Logik echt nicht erklären. Es ist aber einfach so. Ich muss das trinken. Oh ey, Nico, du nervst gerade. Was denn? Lass das Eisen da drin, bitte. Ey, ich hab's doch hier in die Truhe reingetan. Also ich bin mal ehrlich, nur so können wir keine zweite Etage bauen, wenn ich hier jetzt jedes Mal so eine Kack-Holzsäule setzen muss, die man hier unten nicht mal hinsetzen kann. Weil das total scheiß aussieht und die Kiste hier im Weg ist. Wow, ich brauch Nägel. Bing. Mann, da kann man nicht mal durchlaufen. Bing. Ja. Tut mir leid. Ey, das ist. Na, hier hinten kann ich nichts platzieren. Das müssen wir offen lassen. Aber egal. Ja. Aber trotzdem, das ist ja scheiße, ey. Das ist kacke. Oh, oh. Ne, ich dachte, wir fahren schon weiter. Boah. Ich drehe hier bald durch, also. War jetzt unter Wasser noch irgendwas? Oder war da nichts mehr? Fest auf der Hai, war da nichts. Ey, dieser scheiß Tisch. Dann das da machen. Aber uns ist auch schon lange kein Raft mehr unter die Augen gekommen. Nicht mal ein versunkenes. Hä, doch, hier bei der Insel war ja eine Unterwassertruhe, was ja ein versunkenes Raft ist. Ja, gut, das ist für mich kein versunkenes Raft. Das bin ich ganz ehrlich, das ist für mich eine versunkene Truhe. Aber ich frage mich, wann. Du dann unter versunkenes Raft? Na, so ein Ding, was auf dem Wasser schwimmt und dann untergeht. Aber so. Das ist ja dann nicht versunken. Das ist dann ja nur. Nee, es geht ja dann unter, wenn wir es gelootet haben.
Aber ich frage mich trotzdem noch, wo dieses, ich weiß nicht, ist das ein versunkenes Schiff mit so einem Art Bossgegner? Was? Du bist jetzt bei Sea of Thieves irgendwie. Nein, ich bin hier. Das ist mit dem letzten großen Update dazugekommen. Das hat mir da auch... Hi. Du meinst die Yacht? Das hat... Warte. Anker! Hai ist tot! Hai ist tot. Zum fünften Mal. Nee, das hat mir... Fleisch. Ich will jetzt den Namen in der Aufnahme nicht erwähnen. Das hat mir jemand gesagt... Der hat das schon gesehen gehabt. Also das ist das da neu, was dazugekommen ist mit puncto Gegner. Ich weiß nicht, ob das eine versunkene... Sollen wir hier auch richtig gegen Gegner dann kämpfen? Also wenn das, wie Nico sagt, eine versunkene Yacht ist, dann scheint wohl dort auch ein Mob zu sein. Nee, also versunken war die Yacht jetzt nicht. Also es ist so... Nee... Also mir wurde gesagt, dass es irgendwo was Versunkenes geben soll, mit einem Boss. So. Nee, aber kein Boss, ohne Boss. Ja, ich weiß es nicht, es ist halt das erste Mal, dass ich das Game spiele. Ich sag nur so, mag vielleicht böse klingen, aber so ein Spiel spielt man meistens auch so, nur einmal. Das kommt jetzt im nächsten großen Update. Das kommt jetzt im Spätsommer-Update. Ja, das weiß ich doch nicht. Ich kümmere mich halt nicht wirklich um die Updates. Ich lasse es mir immer nur mitteilen. Aber wir sind ja wieder hier auf Fahrt. Ja, ich habe schon alle Fässer gelootet, die im Wasser waren. Mhm. Einfach nur, um Nico zu ärgern. Drecksack. Jetzt loote ich auch noch die ganzen anderen Fässer. Bist du ein Analfetisch? Ja, bin ich. Stehe ich offen und ehrlich dazu. Gib mir eine Frau, die drauf steht und du siehst mich eine ganze Weile nicht mehr im Internet. Es ist halt was anderes als der normale Geschlechtsverkehr. Leute, falsches Thema. Wir wollten doch sowieso mal ein ordentliches Thema ansprechen. Ja, aber das ist eine Kindersendung. Ha! Ihr Misses. Waren aber nur Planken drin, scheiße. Ja, die kannst du mir geben, damit ich weiterbauen kann. Ja, brauche ich noch Planken? Nee, brauche ich nicht. Also, im Moment brauche ich keine. Ja, die zweite Etage frisst jetzt leider Gottes ganz viel Holz. Ich habe erstmal 20, also kannst du nicht alles geben. Ich bin da oben noch nicht mal fertig mit Bauen und dann wird dort einfach was gesetzt. Das ist von euch eine Logik, die kann das ich nicht. Das ist Nico, verstehen. Nicht von mir. Was denn? Warte. Dein Empfänger. Warum? Jetzt. Ich bin noch nicht mal fertig, hier irgendwie eine zweite Etage zu bauen und du haust da oben schon irgendwas drauf. Den mobse ich dir dann sowieso wieder. Aua. So, ich bin gebissen Aua. Worden. Nice. Ja, ich brauche wieder Holz, ich hab nichts mehr. Ich hab ne rote Rübe. Tu bitte in die Kiste. Okay, ich tausche eine rote Rübe gegen 100 Holz. Drei Fische gekocht, danke. Wir müssen mal gucken, haben wir hier nicht noch irgendwo in der Kiste Platz? Ja, hier in der letzten Lagerkiste, wo auch Plaste und alles drin ist, da können wir das ganze Holz, wenn einer kein Holz mehr braucht, dort mit reinhauen. Wer braucht denn bitte schon kein Holz? Du. Aber recht hast du recht. Okay, ich glaube, allein zum Reparieren brauchst du auch immer wieder Holz, also irgendwie braucht wirklich jeder Holz. Ja, wir könnten ja schon locker hier oben was Zweites bauen, wenn ich wirklich ein bisschen mehr Holz habe.
weiß, ich bemühe mich halt immer schnell alles zu schmelzen und dann hat man ja, dann brauche ich auch. Muss das jetzt Zeit. Einfach mal hinten anstehen, Darko, dass wir hier machen können. Dass ich hier wirklich jetzt die zweite Etage machen kann, damit wir dort Holz herstellen können. Verstehst du? Weil dann haben wir eine vierfache, ja. Dann haben wir eine vierfache Holzproduktion. Und ich brauche. Da oben auch nochmal. Ja, da oben kommen auch nochmal zwei hin. Hat jemand Nägel oder Metallschrott? Nein. Sicher, Nico, guck bitte in dein Inventar. Er ist sicher, dass ich kein Metallschrott habe. Aber bei dir muss man auf Nummer sicher gehen. Ey, du bist wie Olaf. Ja, ja, du aber auch. Wenn es darum geht, du hast Sachen im Inventar. Nö, hab ich nicht. Oh doch, da hab ich was. Olaf ist da genauso. Nee, nur dass Olaf dann später nichts abnimmt. Das stimmt allerdings. Wobei, bei den ganzen Minecraft-Projekten... Was? Hier hat was gepiept. Das ist die Tür, die quietscht. Bei den ganzen Minecraft-Projekten, muss ich ehrlich sein, da hat er auch abgegeben. Ja, Minecraft. Und ein anderes Projekt habe ich mit ihm, glaube noch nie gespielt. Doch, Ark. Er war ein oder zweimal da, das war's. Ja. So, ich brauche jetzt die Fässer dort, ich brauche Metallschrott. Erstmal alles eingeschmolzen, perfekt. Wow, nur eine hässliche rote Rübe. Ey, nur Blätter und Holz, aber ey, das kommt auch gut. Insel. Ja, wo? Links, rechts. Na, hä? Also, geh mal zu mir und guck mal nach. Rechts, rechts ist sie, schräg rechts, sag. Nein, Nico, links, rechts, links, rechts, entscheid dich. Nach der Aufnahme, also in 13 bis 15 Minuten, ne, mach ich ja. Mal eine kleine 5 bis 10 Minuten Pause, weil ich da eh noch rufen will. Jo. Boah, aber Darko, wo du gestern weg warst, habe ich mit Melvin noch ein bisschen GTA so gezockt. Haben bei mir den Bunker komplett aufgefüllt. Und ich kam noch dazu. Ja. Und dann haben wir uns gegenseitig immer abgeknallt. Das Lustige ist erst, wir sind immer direkt hinter dem anderen gespawnt. Ich weiß nicht warum, aber manchmal spawnst du Kilometer weit weg von dem Spieler und dann spawnst du direkt hinter dem, dass du den gleich one-shotten kannst. Das ist komisch. Aber es hat Fun gemacht. Bei ihm haben wir auch was weggebracht gehabt. Ich glaube, Kokain war das. Der hat ja nicht viel. Ja, aber er spielt halt selten. Er hat halt seine 5 Spiele, die er in der Woche spielt. Jeden Tag anderes Anker. Und sei ihm doch gegönnt. Aber ich fand's klasse, dass er gestern doch online gekommen ist und mitgemacht hat. Oh, du scheiß Arschlochhai, ey, verpiss dich von mir. Ich werf schon mal den Köder aus. Ja, ich bin schon unter Wasser. Ach so. Oh, du verblödeter Hai. Bist du zu blöd, an den Köder zu gehen? Ein Inventar ist voll. Ist nicht so, dass ich nicht hochgekommen. Indem ich hochgelaufen bin? Hä, was ist denn das für eine Frage? Irgendwo. An der Seite von den Bergen kannst du meist hochspringen. Nein, ich rede vom zweiten Dach, zweiten Geschoss. Ach so. Ach so, hochgesprungen. Ja, da hatte ich die Seitenteile noch nicht platziert. Ach so. Ist er am Köder der Hai? Nee. Nö. Und wie...
Das kannst du dann gleich alles in eine Kiste hauen, Nico. Ich brauche es da, um die zweite Etage zu bauen. Fick dich, du Bastard! Hey! Ich darf nicht so laut sein, sonst kommt mein Nachbar wieder rüber. Kann ich bitte jemand holen? Jo. An der Seite der Insel, nicht weit vom Boot. Aua, aua, aua. Hey, ich versteh's nicht, der Köder schwimmt da die ganze Zeit. Kann es sein, weil wir schon vorher am Wasser fahren waren, bevor du ihn rausgeworfen hast? Ja, aber dann ja, hat aber er ihn sofort eigentlich genommen, wenn ihr wieder auf dem Land seid. Ja, ich war ja noch nicht auf dem Land. Ach so. Warte mal. Moment. Komm mal her, hi. Komm her, her. Und jetzt verpiss dich wieder. Hallo, geh da hin, hi. Ach hier, ich hab zwei Eisenerz wieder, das ist sehr gut. Erstmal hier rein. Wieder eine rote Rübe, woher ich die auch immer hab. Aus Fässern wahrscheinlich. Stimmt. Der Köder geht schnell tauchen alle. Ja, Moment. Inventar leer machen. Hey, hallo. Ich komme aus der Kiste einfach nicht mehr raus. Ich komme aus der Kiste nicht mehr raus. Ja, er hat Internetprobleme. Dingens hat Internetprobleme. Jetzt. Ei, ei, ei. Nö, ich hab meine 19 MS, Nico, das bist du. Ich war gerade in der Kiste und ich konnte die nicht mehr verlassen. Das bist du. Wenn wir hier was sich abbauen können oder so, bist du das. Das sind nicht wir, weil wir würden nämlich instant timeouten. Ja, ist ja egal, ich bin jetzt raus und unter Wasser. Jo. Hat eigentlich jetzt mal jemand versucht... Hi, Köder ist weg. Hat jetzt mal jemand versucht, unter Wasser irgendeine Pflanze abzubauen? Also Korallen gehen definitiv nicht, dass man da irgendwas rauskriegt. Da sind noch andere rote Blumen, die hatten wir vorher nicht. Warte mal. Diese kleinen Mini-Blumen kannst du nicht weg abbauen. Hab ich schon versucht. Guck mal nur die Samen aus. Oh, Ananas. Ich hab Durst. Oh Gott, jetzt sind es schon 30 Grad in meinem Zimmer. Alter, 2 Grad. Oh, hey, verpiss dich doch. Ich hab's gerade probiert, also ich kann dann unter Wasser nichts abbauen. Ich hasse diesen Hai. Du kannst mit dem Speer uns auch abwehren, ne? Hä? Ich muss so schnell erstmal switchen können. Erstens das und zweitens, was macht man immer? Da mit den Hai abwehren, hä? Nein, ich meine. Wo ist der Speer sonst da? Ich meine auch unter Wasser. Also. Wow, ich habe kein Holz. Ich kann dort das Loch nicht stopfen. Okay, für andere Löcher stopfen brauche ich natürlich auch kein Holz. Mike, ich habe Holz. Ja, ich komme wieder hoch, ich bin gleich down. Ach, warte, Moment. Da. Nice. Jetzt brauche ich auch immer dieses Plastikproblem. So.
Plastik ein Problem? Ab und an ist das bei mir auch ein Problem. Nee, weil wir haben hier doch immer das Spiel. Ja, ich hab's aber nie im Inventar. Also, es ist ja hier fast fertig. Untenrum. Ja. Möwe. Ich baue. Nico, bitte mit dem Speer. Gib Fleisch. Ja, sorry. Nee, ich meine nur fürs nächste Mal. Immer wenn ich blöd alle. Außerdem reicht es nicht, wenn du bis hier maximal die Kante machst. Weil dass man so vom außen nach innen geht, wo unsere Sachen steht. Ja, ja, immer. Also nicht, dass du die Ecking Blocks über die ganze Bahn machst. Hä? Was hab ich gemacht? Was? Ich hab irgendein Buch offen! Du hast irgendeine Taste gedrückt, das ist ein Ratgeber. Nee, da stehen auch Informationen, die brauchen wir, die sind ganz wichtig. Ah, mit C geht das. Und zwar der Radio Tower 4948. Das müssen wir oben bei dem Dingens da eingeben, 4948. Ja, ich baue als nächstes eine Treppe da hoch, aber brauche ich halt wieder Nägel dafür, die ich mir gerade hergestellt habe. Jetzt ist nur die Frage, Lampe, kann ich dich, ja, ich kann dich entfernen. Perfekt. Warte mal, wir bauen ja, warte mal, ich gebe dir mal gerade mein restliches Schrott. Ja. Danke. Ich will mal gucken, ob das hier von der Entfernung schon theoretisch reichen würde. Ja, es würde funktionieren. Alp. Ich brauche wieder Holz. Es funktioniert. Was ist denn das? Warum? Hä? Ich wollte hier oben was anderes hin. Hä, was wolltest du denn hier oben hin? Na, noch eine Baumplantage und so weiter. Ja, aber das kommt doch in den Heck. Ja, wir wollen ja jetzt nicht gleich schon jetzt durch sein damit. Nein. Nee, also, du lass es jetzt erst einmal stehen. Wenn es dann soweit ist, wird es eben nochmal umgesetzt. Okay. Es kann ja auch sein, dass wir vorne dann noch eine Spitze ranbauen ans Schiff. Das geht ja mittlerweile auch. Ja, nee. Hast doch jemand drei Holz? Ganz kurz, drei Holz. Nee, hab ich nicht. Nee, ich meine, weil die Dinger hier mit Abstand stehen müssen. Ja, das kommt alles. Also, das. Wenn ich baue, ich berücksichtige alles. Okay, das. Okay, ja, ich kann wenigstens bauen. Oh, jetzt müssen wir auch bei der Leiter nicht mehr springen. Nice. Also bei der Treppe. Also zum Thema, was Dingens heute angesprochen hat. Wie heißt du nochmal? Was, ich? Ja. Darko. Darko. Zum Thema Spiel durchspielen, da werden wir noch lange nicht. Hey, das habe ich gar nicht angesprochen, das hat Alk gerade angesprochen. Nee, das hast du angesprochen. Nee, ich hatte heute gefragt, was wir machen müssen, um Ding zu spielen. Hi. Ist schon weg. Achso, ja, das hier müsst ihr machen, um durchzuspielen. Oh, nee, aber da kommt ja noch einiges. Ich will halt auch diese Yacht finden und alles. Ja, das machst du ja hiermit. Soweit wie ich weiß. Hey. Scheiß Drecksköter. Ich weiß schon, warum ich Tiere überhaupt nicht mag. Und du hast selbst welche. Schlangen. Aber keine Köter. Sind aber auch Tiere. Und das sind schöne Tiere. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Achso, ich hab noch die Laterne hier. Sauerstoffflasche, leere Flasche. So. So eine Sauerstoffmaske wäre eigentlich auch nicht schlecht. Mach ich mich mal nach. Okay, in dem Wasserbehälter ist mal wieder nichts drin. Ich hab nachgefüllt.
Es ist sowieso immer die Frage, kann es vielleicht sein, dass das verdunstet mit der Zeit? Weil jeder von uns füllt nach. Ja, das frage ich mich nämlich auch. Keine Ahnung, also es ist Glas drüber, klar, das, man könnte denken, es verdunstet. Nein, Dacho, nein! Bestell Glibber im Voraus, okay? Du weißt, dass ihr erst immer alle Erze durchschmiert. Außerdem, wo ist überhaupt der ganze Seetang? Den habe ich im Inventar, weil ich das durchschmelzen wollte. Hör auf damit und geh lieber tauchen. Ich habe für euch nochmal einen Köder, also. Ich habe nichts mehr gesehen hier unten. Ei? Allein hier, wo ich gerade runtergesprungen bin, sind noch Erze. Ach, fährt doch runter. Dein Typ hier, dein. Mein Typ? Dein Ding ist zwar zu. Dein Sklave sagt mir gerade, was ich zu tun habe. Na, dann mach doch mal. Fängt damit an, dass ihr kurz tauchen geht, weil ich habe einen Köder ausgeworfen. Nutzt die Zeit einfach. Du weißt, was du zu tun hast, ne? Zum Schmelzen. Hast du es reingetan in die Kiste? Nö. Ja. Ah, doch, in die. Ja, dann schmelze ich sie als nächstes. Hey, hier sind doch gar keine Erze mehr. Wo hast denn du hier noch Erze gesehen? Bei Ike waren zum Beispiel noch welche. Ja, ich bin ja nur ganz kurz getaucht. Die drei Stück habe ich gerade gesammelt. Geh mal raus. Okay. Anker lichten. Hab auch nochmal 6 Seetang reingemacht. Anker lichten? Fragezeichen. Können wir. Wir haben ja alles, glaube ich, oder? Ja, also ich brauche wie gesagt immer noch Metall, Metallschrott. Nico, Ankerlichten heißt nicht Ankerlichten. Und mein Paddel ist gleich broke. Genau deswegen, weil wenn wir gegen die Insel stoßen, drehen wir uns und das ist... Kann bitte jemand... Anker okay. werfen! Ich kann im Übrigen keins machen, sage ich euch gleich. Wir drehen uns, ne? Ja, nee, es geht noch. Wir geht stehen. Noch. Ich brauche Holz, sonst kann ich kein Paddel machen. Wie viel? Ich habe keins. Wie viel? 4 Stück für ein Paddel. Geht nicht, Nico, der ist zu klein. Sollten vielleicht doch nebenbei mal ein Segel machen, dass wir nicht jedes Mal ein Paddel bauen müssen. Ich habe noch ein Holz gerade bekommen. Da hinten ist noch ein zweites. Ach, hier bist du. Steine. Ich hab 4. Jupp, ich komm gleich. Oh, hier ist doch noch Erz. Sag ich doch irgendwie. Arschlochhai. Irgendwie lootet ihr die Insel immer so irre schnell. Und da kommt der Arschlochhai wieder. Verpiss dich, du Wichser. Monetarisierung nicht da. Oh, scheiße, ich hab mich gerade verdrückt. Eigentlich, ich hab nur noch 3 Planken. Ich bin gleich tot. Ich muss noch eine Planke finden. Oder Nico, hast du noch eine? Nein. Ah, scheiße, jetzt war ich sicher noch reagiert. Ich hab wieder 4. So. Jetzt werfe ich sie aber eigentlich erstmal hin.
bevor ich sie wieder verbrauche, aus Versehen. Ei, klingt da. Ja, Moment, ich will mich nur ganz kurz full machen hier. Nico, dein Glibber liegt in der Kiste. Achso, Paddel. Paddel der Rino. So, herstellen. Dürfte ich etwas erforschen? Anker lichten, bitte. Hab. Leute. Wer sagt, wann wir vorbei sind? Jetzt. Gut. Darf ich zwei Sachen erforschen oder nicht? Und was? Sauerstoffflasche, Masken und Fernglas. Ja, mach.